Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen kommentierten Zusammenfassung aller Looks, die ich diese Woche hochgeladen habe. Ich beginne mit einem Look inspiriert an dem Outfit von Luna Lovegood. Zu dem Look kombiniere ich silberne Kreolen mit blau-weißen Steinen als kleinen Anhänger und die Kette, die Luna in Teil 5 trägt, mit dem Korken am Ende. Mein Outfit besteht aus einer cremefarbenen, leicht durchsichtigen Bluse, einem kurzen Rock mit Blumenmuster. Dazu kombiniere ich selbstgestrickte Stulpen in lila und blautönen und trage über der durchsichtigen Bluse eine lilafarbene Strickjacke mit schwarzen Perlen. Die Schuhe, die ich dazu ausgewählt habe, sind durchsichtig mit kleinen rosa Blumen drauf und einer rosanen Sohle. Als zusätzliches Luna-Element trage ich dazu den selbstgemachten Löwenkopf, den Luna auch in den Filmen trägt. Der Kopf ist leider immer noch nicht ganz fertig, es fehlen immer noch die Schnurrhaare und die Zähne vorne, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und ich kombiniere natürlich Lunas Zauberstab zu dem Look. Der nächste Look ist inspiriert an Professor Umbridge. Dazu mache ich mir erstmal eine etwas strengere Frisur, indem ich meine Haare zu einem Dutt zusammen mache und mit einem rosanen Dutt irgendwas befestige. Als Schmuck trage ich Ohrringe mit Katzen drauf, was ich sehr passend fand für Umbridge, und das Amulett von Salazar Slytherin. Das Outfit von Umbridge besteht aus einem pinken Pulli, einem kurzen rosa karierten Rock und hellrosanen Overknees. Die Schuhe, die ich dazu kombiniere, sind ebenfalls in einem hellen Rosaton, offen mit Absatz und einer großen rosa Schleife jeweils vorne auf der Spitze des Schuhs. Als Jacke kombiniere ich dazu das Cape, was ich für Umbridge genäht hatte, also ist auch selbst gemacht. Auf dem Cape ist eine Brosche angesteckt mit einer Katze drauf, beziehungsweise meiner Katze drauf. Und als letztes Element kombiniere ich natürlich auch Umbridge Zauberstab zu dem Look. Das dritte Outfit ist inspiriert an Hagrid. Dazu benutze ich ein Hemd von meinem Papa, was mir ein bisschen zu groß ist, jedoch nicht so groß, dass ich ganz alleine tragen wollte. Deswegen kombiniere ich es mit einem enger liegenden dunkelblau-gräulichen Rock und einer dunkelgrauen Strumpfhose. Um das Outfit ein bisschen figurbetonter zu machen, kombiniere ich dazu einen breiten grauen Gürtel, den ich meiner Taille trage. Als zusätzliches Element für den Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts darf natürlich ein übergroßer Schlüsselbund nicht fehlen. Als Tasche benutze ich eine kleine Klatsch, die aussieht wie eine Eule, und habe natürlich auch Hagrids rosa Regenschirmchen dabei. Hagrid, Keeper of Keys and Grounds at Hogwarts. Of course you know all about Hogwarts. Sorry, no. No? Blimey, Harry, didn't you ever wonder where your mom and dad learned? Die Schuhe habe ich gewählt, da sie sehr, sehr hoch sind und einen hohen Plateau haben, also der Absatz sind 23 cm, womit ich doch von der Größe einem Halbriesen sehr, sehr nahe komme. You're a wizard, Harry. Als vorletzten Look haben wir den Look von Sirius. Da kombiniere ich als Schmuck einen schwarzen Choker mit einem Herzanhänger, sehr viele spitze silberne Ringe und kleine Stecker als Ohrringe, die man durch die Brücke leider kaum sieht. Der Look besteht aus einem lilafarbenen Sweatshirt und einem kurzen Rock mit Punkten drauf. Dazu kombiniere ich eine dunklere Strumpfhose und graue Overknees und schwarze Boots. Als zusätzliches Sirius-Element darf natürlich das Schild des Gefangenen aus Azkabans nicht fehlen mit seiner Gefängnisnummer drauf. Dann natürlich der Zauberstab von Sirius und die Karte des Rumtreibers, die Sirius mitgeschrieben hat. Und der letzte Look ist ein Look inspiriert an Dumbledore.
Da bin ich sehr silbrig und weiß geblieben, also eher an dem Dumbledore aus dem Film, nicht so aus dem Dumbledore aus dem Buch. Mein Outfit besteht aus einem eng anliegenden Kapuzenkleid mit einem Leoprint. Jedoch sind in dem Leoprint kleine Einhörner eingearbeitet, was es doch wieder ein bisschen magisch macht. Unter dem Kleid trage ich einen eng anliegenden graublauen Rock, schwarzen Netz-Overknees, Stromfalter mit Herzen vorne dran und hellblaue Schuhe mit einem Herz im Absatz und einen hellblauen Choker. Um das Kleid ein bisschen taillenbetonter zu machen, trage ich einen silbernen Gürtel mit Schuppen drauf. Und das war's auch schon. Das waren meine 5 Looks, inspiriert von verschiedensten Harry Potter Charakteren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar und oder ein Abo. Und sonst bis zum nächsten Mal.